Stefan Raab hat auf Instagram ein Video hochgeladen und das Internet dreht durch. Ob er uns da Verhohne piepeln will oder ob das echt ist und was der Anzeigenhauptmeister damit zu tun hat, das schauen wir uns heute an. Außerdem natürlich crazy April-Scherze und zur Feier von 91 Jahren tausendjähriges Reich hat der DFB ein T-Shirt rausgebracht. Das schauen wir uns ja an beim Podcast mit dem besten Bild. Ich bin Philipp und das ist Markus. Hallo, auch heute wieder eure Medienmachete. Wir lichten den Rauch, der neuerdings über Deutschland hängt und liefern euch die Hintergründe zu den Schlagzeilen, die ihr schon gelesen habt. Jo, und damit kommen wir zu Stefan Raab, einen der größten Erfinder im deutschen Fernsehen. Seit 8 Jahren hat er sich zurückgezogen, aber jetzt ist plötzlich was passiert. Ja, Stefan Raab, der Schattenkanzler der deutschen Fernsehwelt. Er war nie so ganz weg, hat jetzt ein paar Sachen produziert in den 10 Jahren, aber er hat sich halt nicht mehr gezeigt. Mhm. Bis jetzt. Das Video kam irgendwie am Samstag auf Instagram raus und zeigt Elton, der dann irgendwie zu Stefan Raab hinfährt. Das ist auf Stefan Raabs offiziellen Instagram-Account? Nein, das ist nicht Stefan Raabs. Das ist auf Stefan Raabs offiziellem Instagram-Account. Der fährt dann da halt hin und beschwatzt den so ein bisschen. Ich weiß nicht, hört ihr das? Ich habe hier keinen Ton. Geben, was du gerne werden möchtest. Influencer. Influencer. Genau, erste Sache war natürlich, er möchte Influencer werden und möchte Followerzahlen generieren. 9 Millionen war gewünscht in 2 Tagen. Ach, ja. Weil eine große andere Influencerin das auch hat und der möchte er gleich tun. Die Fitness-Influencerin, den Namen ich vergessen habe. Pamela Reif. Richtig, danke. Pamela Reif. Und da wollte er eben 9 Millionen Follower haben, ansonsten macht das nicht, hat er gesagt, kommt er nicht zurück. Ist natürlich eine Ansage. Und vor allem, wie viele Tage hatte man dann Zeit gehabt? 3, würde ich sagen? 2 waren es. 2 nur noch. Also am 1. April kam dann das zweite Video. Das ist halt Stefan Raab, der macht keine halben Sachen hier. Nicht so irgendwie, hey, bitte mal so ein paar Tausend über Ding und vielleicht sonst kauft sie irgendwo. Nein, es werden gleich 9 Millionen gefordert innerhalb von 2 Tagen. So muss sich ProSieben gefühlt haben. Ja, ja. Auf jeden Fall, ganz Deutschland war begeistert. Über das lange Wochenende wurde Gerätsel geratet in der deutschen Medienlandschaft. Hier nur einige Stimmen. Stefan Raab, sieht er wirklich so aus? Also, weil er sich sehr fett dargestellt hat in dem einen Insta-Video. Das war aber mit seiner Maske, das war kein Filter. Der ist noch alte Schule, der wird noch teure Prothese gebaut. Genau, der hat sich lieber 4 Stunden irgendwie in so eine Garderobe reingesetzt und so Schicht für Schicht Silikon auftragen und dann noch ein Bart draufgeklebt. Oder es war so ein Michael Fassbender-Moment. Also, der ist selber fett geworden, der ist dünner geworden. Michael Keaton war das, der so... Wer ist denn so fett geworden? Welcher Schauspieler hatte sich denn absichtlich so viel Kilo angefressen? Also Christian Bale nimmt ja sehr viel zu und ab. Ich glaube, für Vice, wo er Dick Cheney gespielt hat, hat er sehr viel zugenommen und bei The Machinist sehr viel abgenommen. Ja, so. Das ist natürlich die Premium-Herangehensweise, den eigenen Körper derart schänden, aber das kann man auch nur bei Hollywood-Gagen machen. Und das macht Stefan Raab sicherlich nicht nur für Instagram. Auf jeden Fall das Rätselraten, mysteriöse Online-Videos, steigt Raab noch einmal in den TV-Ring, Comeback oder nur April-Scherz. Und was wir in der unteren rechten Ecke sehen, ist, dass das schon ordentlich gezogen hat. Das sind nämlich die Followerzahlen. Sind die Followerzahlen von seinem Account, von seinem Instagram-Account. Am 29.03. kam das Video, da hat er 1,6 Millionen Follower bekommen. Hat er einen Tag davor 26 Follower verloren? Ja. Was hat er denn da gepostet, der explodierende Challenger? Nein, ich denke, das ist einfach so das normale Ausbluten, was so Instagram-Accounts haben, oder? Wenn da kein neuer Content kommt. Oder er hat einen Livestream veröffentlicht. Oder das. Das ist ein guter Weg. Okay, aber dann hat es ja wirklich 1,6 Millionen hochgehauen. Das ist ja beeindruckend. Ja, also es hat sich schon gelohnt. Nicht die 9 Millionen, aber ich sag mal für einen Instagram-Account, das ist okayes Wachstum. Das ist einmal Pocher oder so. Wer hat so viel? Ich denke, einmal Oliver Pocher an einem Tag weggemacht. Könnte schon sagen. Er ist auf jeden Fall mit quasi nichts gestartet. Er hatte irgendwie 150.000 Follower. Jetzt hat er zumindest mal eine Plattform. Genau. Und die Leute haben halt dann gerätselt, was möchte er machen? Kehrt er zurück? Muss Sebastian Puffpaff wieder bei TV Total Entschuldigung. Reichen? Oliver Pocher hat 1,7. Ich habe das ziemlich gut geschätzt. Okay. Ich hatte keine Ahnung. Da war der Freudenausbruch nicht, Sebastian Puffpaff muss weg, sondern er war, ich habe gut geraten. Ja, es war pur egoistisch und selbstverliebt. Ich habe nur einfach meine eigene Geistesleistung, die offensichtlich auf einem Höhepunkt aktuell steht, derart zelebriert, dass ich leider dir nicht mehr zuhören konnte. Deswegen bitte fahre fort. Kein Problem. Auf jeden Fall wurde eben schön gerätselt. Was das Ganze noch angeheizt hat, war dann die Kappe, die der Mann aufhatte. In dem zweiten Video habe ich sie hier. Das ist die Mütze? Ist die Mütze, da stand NWSDWH drauf. Und wir alle kennen die Vorliebe von Stefan Raab für Akronyme.
Ja. Hier, wie zum Beispiel damals die lustige Castingshow, die er veranstaltet hat. Oh ja, wo er die natürlich steht für Stefan sucht den Sänger, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. Wie schlecht hast du das auswendig gelernt? Das erschließt sich du doch. Siehst ja wirklich das erschließt sich doch, oder? Das ist ja vollkommen fehlgeleiteter Enthusiasmus. Aber okay, ja. Cool. Inselbegabung. genau, auf jeden Fall, das stand dann hier auf der Kappe. Die Theorien waren natürlich, na, was soll das wohl heißen? So ein bisschen meta-ironisch. Nicht möglich, Stefan, daher wohl Humbug. Oder nie wieder Stefan, das wird hart. Wo es dann interessant wurde, ist, als jemand herausgefunden hat, dass das eine eingetragene Marke ist. Oh! Und zwar bei DPMA, Deutsches Patent- und Markenamt. Da sieht man, für was das eingetragen ist, für Waren und Dienstleistungen, nämlich unter anderem für Körperpflegemittel, Körperreinigung und Körperpflegepräparate. Wie geht es denn im Dusch oder Wusch, seinem Duschaufsatz für Damen? Ich fürchte nicht sonderlich gut. Ja, aber vielleicht hat er noch so viele Kartons zu Hause rumliegen im Keller, und gesagt, ich muss jetzt neues Marketing machen und klebt da irgendetwas drauf vielleicht in dieses Ding. Vielleicht steht das D in der Kappe für Dusch oder wie. Und wer hat das? Silvenstein Rechtsanwälte haben das gemacht. In München! Ja, ja. Grüße! Wo in 81667. Das ist ja auch noch Innenstadt. Mhm. Sag mal, da hat aber jemand, da liegen aber die Euros locker. Ja, sicherlich nur das Beste für Stefan Raab, weil das ist ja auch die Sache, die mich so am meisten abgeschreckt hat, ist, dass er das jetzt auf Instagram macht. Ich dachte, Stefan Raab macht ja irgendwie nichts ohne Sendermillionen irgendwie direkt dahinter. Ja, oder wenn er gleich eine eigene Plattform, so Truth-mäßig, also Truth Social, aber halt irgendwie Fun Social. Wie geht's denn MySpaß eigentlich? Die haben auch wieder den Betrieb eingestellt, oder? Wahrscheinlich. Aber myspaß.de könnte schon noch so mal jetzt das neue deutsche Twitter werden, oder? Oh ja, das könnte man doch jetzt hochhieven. Auf jeden Fall, auch hier einfach mega gespammt, damit man nicht weiß, was da dahinter stecken könnte. Das Ganze war jetzt total die falsche Fährte, retrospektiv betrachtet. Aber es gab auch eine Website zum Beispiel. Und die war auch über Strato angemeldet, also einen deutschen Betreiber, wo man auch drauf... Ja, aber Strato ist ja so ein Massenbetreiber. Da hat man das als lustige Abkürzung für irgendeinen Abi-Streich oder so gehabt und dann hat man das für 1 Euro. Glaubst du, Stefan Raab würde Domains bei Strato registrieren? Das sind die Fragen, für die ich diese Sendung hier mache. Habe ich mich noch nie gefragt? Ich glaube schon. Weil Stefan Raab würde selbst nie eine Domain registrieren, der würde das wegdelegieren und dann... Ja, aber dann würde es ja sogar jemand Gutes machen, weil dann würde es ja jemand bekommen, irgendeine Assistentin oder so. Mhm. Aber vielleicht kriegt es dann eine Assistentin. Also er hat so einen, wie so Harald Schmidt mit dieser Korbmacher. Mhm. Also er hat so ein krasses Vertrauensverhältnis zu dieser einen Assistentin, die alles für ihn macht. Und die Dame ist dann vielleicht jetzt auch schon ein bisschen älter und die hat natürlich einfach Domain registrieren gegoogelt. Und ist dann auf das erste Strato-Angebot gekommen und nicht irgendwie so, okay, das sind vielleicht die Leute hier, also wir sollten lieber zu Leuten um die Ecke gehen, die auch einen Server betreiben, mit denen ich reden kann und so weiter, sondern die einfach auf die sicherlich sehr gute Werbung von Strato und natürlich 1&1 reingefallen ist. Sicherlich. Also würdest du das anders machen? Würdest du nicht bei Strato kaufen? Kann man das hier so sagen? Ich würde nicht bei Strato kaufen, aber das hat andere Gründe. Die möchte ich jetzt nicht hier öffentlich darlegen, aber... meine Domains liegen auf anständigen deutschen Servern. Anständig, sehr gut. Ja. Genau, und dann kam natürlich noch ihr dieses Video dazwischen. Hier auf Twitter wiedergegeben, nämlich der Anzeigenhauptmeister. Oh. Also man sieht ihn auch in dem gleichen oder in einem ähnlich aussehenden Wald wie Stefan Raab. Ein Angler, der hier rumsteht. Fahre hier am See rum. Dann ein Pick-up-Shot übrigens von einer komplett anderen Angel. Nicht der aus dem Originalvideo. Ich glaube, wir werden dann beschissen ohne Ende. Ja. Und dann tut er halt so, als würde er Stefan Raab ihr irgendwie ist das anschreiben. Ist diese Markierung da hinten an dem Baum gewesen, also diese zwei gelben Striche, wenn wir annehmen, dass Stefan Raab in Finnland ist, ist das eine international gültige Markierung für Bäume, die zu fällen sind oder so weiter, oder ist das eine deutsche? Internet. Und nehmen wir an, dass Stefan Raab dann den Anzeigenhauptmeister auch nach Finnland hätte einfliegen lassen. Ja, vielleicht ist er ja auch geradelt. Vielleicht ist er geradelt. Sportliche Betätigung auf der Strecke, wie viel du da anzeigen kannst. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Wie viele Leute allein auf der Autobahn wegen zu schnell fahren, während du da auf dem Standstreifen radelst, anzeigen kannst. Und du musst ja komplett einmal rumradeln durch die ganzen baltischen Länder. Funktioniert der überhaupt, Bekli? Wir wissen es nicht. Hm. Oder er ist mit dem Schiff gefahren. Ja. Rüber. Aber ja, also sei jetzt mal dahingestellt, die Echtheit dieses Videos, wir wollen uns dazu nicht äußern, ob das jetzt wirklich dort gedreht wurde oder nicht, oder ob man da schnell gesagt hat, komm, gehen wir mal hier in die... Hey, das kann auch so... Ich finde, die Wälder tatsächlich um Berlin außenrum sehen sehr... Für mich sehen sie sehr nach
Dänemark-Urlaub aus. Aber ich will nichts sagen. Auf jeden Fall hat das natürlich die ganzen Gerüchtemühlen noch mehr angeheizt. Und hier auf Twitter, es hat nicht lange gedauert, bis irgendjemand dann gesagt hat, hey, der Anzeigenhauptmeister, vielleicht ist der nur eine Erfindung von Raab. Und das ist jetzt das große Comeback für irgend so ein Böhmermann-esken Scherz, den er sich erlaubt hat mit der Medienlandschaft. Und jetzt kommt wieder was Richtiges. Spannend. Und ich kann verraten, es kam nichts. Nichts Richtiges, keine neue Sendung. Es wird einen Boxkampf geben gegen Rina Halmich. Ja. Das ist dann sozusagen, war das die offizielle Auflösung, dass diese ganze Scharade, diese ganze Scharlatanerie betrieben wurde, um den, eine Auflage eines schon einmal zweimal? Die hat zweimal schon gekämpft. Zweimal. Okay. Also cool. Heute kam dann irgendwann die Bestätigung rein von Regina Halmich und ihrem Management. Und man konnte auch auf Eventim dann Karten kaufen. Kann man sogar immer noch. Ab 57 Euro. Oh, der Deal der Woche. Business Seat zurzeit nicht verfügbar. Ist er ausverkauft? Wie sieht das Sitzplan aus? Kann man da wählen? Das ist dann in, schon teurer geworden. An welcher Arena ist das? In Düsseldorf? Ist das da, wo der Wendler? Nee. Die in der Rudolf-Hess-Arena auftritt, oder wie die ist? Ja, genau, in der Rudolf-Hess-Arena in Oberhausen. hier. Ach, Oberhausen. Oh, das ist aber groß. Ja, bestimmt. Da hält man ja mehrere Ränge bereit. Ups. Na gut, ihr könnt es euch vorstellen. Ist das vielleicht auch die gleiche Arena, wo dann irgendwie so diese, die Crash-Car-Auto-Challenge und all so ein Gedöns... Bestimmt, oder? Man kennt sich doch noch. Ja, man kennt sich, wir haben noch Gutscheine, wir haben noch Essensgutscheine, wir haben noch 420.000 Hotdog-Gutscheine. Sie haben noch ein kleines Frittengut. Ja, aber ich habe noch viel mehr Geld investiert. Ja, ja. Genau, also das eigentliche Akronym, um das es dann dementsprechend geht, ist eigentlich hier das Raab-System. Das Regen von Hoffnungen, das April-Scherz-Datum wählen... Bitte. Alle ausflippen lassen und dann boxen nur. Echt cool. In der Tat. Also die Leute waren dann eher enttäuscht heute davon. Die haben dann so Sachen geschrieben wie, es werden also wirklich Tickets für den Boxkampf Raab vs. Halmich verkauft. Ich persönlich bin nur kein Fan vom Boxsport, hätte mir ein anderes Comeback gewünscht. Meine Ansicht wurde nochmal bestätigt, er kann nur so auf seine alten Hits zurückgreifen, aber was Modernes bekommt er nicht hin. Und ich wollte Raab als Moderator wiedersehen, seine Boxversuche sind mir Schnurz. Tja. Nun, das ist ja schön, dass die Leute das ins Internet geschrieben haben und das sind sehr spannende Meinungen. Aber was denkt denn der Chat? Guten Abend. Ja, schauen wir doch mal, was der Chat denkt, dafür habe ich auch etwas vorliegen. Oh, lang nicht mehr gehabt. Ja. Bitte, Markus, sag, was der Chat sagt, weil ich habe ihn mir nicht öffnen können. Mhm. Ich glaube, ich habe... Ach, du hast die E-Mail. Ja, doch, jetzt sehe ich sie, dass du die E-Mail geschickt hast. Ja, yeah. Oh, lustigerweise wird da auch nur geschrieben sowas wie Pfui Kelle. Und auch unser Comeback wird ein bisschen vermisst, weil unsere Videos werden vermisst. Wir sind auch in dem Sinne falsch zurückgekommen. Ja, so, und wenn man sagt, Geld vor die Tür stellen, dann erinnert sich das. Zu dem Baumzeichen, stimmt. Ja. Schräg ist Fällen, zwei Striche, Durchfahrt, Gasse für schwere Maschinen, das verstehe ich nicht. Ah. Aber ein schräger Strich ist auf jeden Fall Fällen, was ja auch ist ein natürliches Zeichen dafür. Ja, dass der Baum schräg steht. Okay, da waren zwei Striche, aber das heißt, es ist Durchfahrt. Aber ist das international, ist ja eben die Frage. Weiß der finnische Fellmaschinenfahrer auch, dass er da durchfahren kann? Ist sozusagen die Baummarkierung international geregelt? Das sind Fragen, für das man ein sehr langweiliges Fachvideo sich anschauen muss. Wahrscheinlich, das 50 Minuten geht und anfängt mit Bäume. Gott schuf sie. Oder, also ganz vorne, ganz vorne. Ja, oder mit Finger nicht in die Nase stecken, wenn man mit einer Kettensäge hantiert oder so. Very basic. Ja. Versuchen Sie nicht, eigene Gliesmaßen abzutrennen. Und offenbar, wir haben nur eine Meldung, aber es ist noch nicht einmal national einheitlich, offenbar. Ernsthaft? Ja. Es ist noch nicht einmal national einheitlich? Der Föderalismus ist ausgebrochen im Forst. Der Forsteralismus. Ja. Der Forsteralismus, das ist ja schlimm, dass jedes Bundesland einzeln seine Bäume markieren darf. Hat früher Hitler irgendwie eine Generalbaumarkierung eingeführt und deswegen wurde gesagt, das darf nie wieder passieren, deswegen muss es jetzt föderal gestaltet werden, wie das Bildungssystem und das Fernsehsystem. Tja. Schlimm. Gut, aber das soweit der Chat. Soweit der Chat, dann vielen Dank, ihr. Oh, ich habe heute ein bisschen mir das Ding wieder angeschaut. So, aber das Internet am Wochenende war voll von Jokussen, also Joki, was auch immer von Jokus der Plural ist.
April stand an, der 1. April, und ich habe mal ein bisschen herumgeschaut und euch die schönsten und lustigsten April-Scherze herausgesucht mit einer kleinen kritischen Anmerkung. Denn über allem sollte die Frage, das kann jeder schon mal mitdenken, wird nachher abgefragt, stehen, ist April-Scherzen noch zeitgemäß? Hm. Es gab die ganz einfachen Sachen, die niemandem wehgetan haben, die ein Schmunzler vielleicht auf dem Schminktisch meiner Großmutter ausgelöst hätten oder so, keine Ahnung. Und zwar so Sachen wie hier zum Beispiel, der Zoll sagt, es gibt jetzt keine Spürhunde mehr, sondern es gibt jetzt Spürmäuse, weil die überall hinkommen. Und das ist natürlich super süß, guck mal. Humor, Ressource, Niedlichkeit. Ja, so ein niedliches Zollschildchen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, das ist natürlich hahaha. Dann wurde es etwas interessanter, und zwar hat der Flughafen Düsseldorf gesagt, das war ein bisschen zu sehr reingezoomt, so groß will ich den gar nicht sehen, da sieht man ja, wo es dann brennt in der Zwischendecke. Düsseldorf im Heißluftballon vom Flughafen Düsseldorf nach Mallorca. Man hat auch schon so einen schönen Eurowings-Ballon konzipiert, um eben von Düsseldorf einen Vertiport sozusagen nach Malle zu fliegen. Und soweit so, hahaha, freundlich, da lacht man, das findet man lustig, wenn man am Nachmittag zum Kaffee und Kuchen eingeladen ist in der Rhein-Endhaushälfte bei den lieben Tanten und Verwandten. Genau, was kann man dagegen nur haben? Das geht so ein bisschen schief, finde ich, meiner Meinung nach, weil dann sagt auch tatsächlich der Eurowings-CEO beziehungsweise Lars Radelig mit coolem X hinten dran. Also das ist so ich versuche das zu markieren, aber es geht nicht. Hier oben ist der Herr, der Radelix heißt, was ich ziemlich cool finde. Das ist sozusagen wie die Weiterentwicklung, also nicht Radelix, sondern Radelix. Er sagt eben auch, dass das alles ganz toll ist, dass man jetzt nach Mallorca fliegen kann. Jetzt kann man das umsiegen, und das ist einfach eine perfekte Strategie des exzellenten, vorbildlich nachhaltigen Airports. Und er sagt so, okay, Heißluftfahren ist nachhaltig. Das heißt aber andersrum, ja, aber ihr macht ja gar keine Heißluftballons, also ihr macht weiterhin die absolut unnachhaltigen Billig-Scheißflüge von Eurowings nach Mallorca, wo dann irgendwelche Leute, die bei Camp David im Saisonverkauf sich ausgestattet haben und im Solarium eingeschlafen sind, nach Malle fliegen können. Ja, leider das Boot selbst versenkt, auf dem man schippern wollte. Für einen Gag. Seine persönliche Hindenburg. Ja, seine persönliche Hindenburg, ja. Der Düsseldorfer Flughafen zum zweiten Mal in Flammen. Gut. Also das war jetzt schon mal so ein bisschen. Und dann ging es natürlich um das Thema am 1. April. Kiffen. War erlaubt, und deswegen ist natürlich jeder drauf aufgesprungen. Mal weniger lustig. Rewe zum Beispiel hat aus der Produktlinie Feine Welt die Produktlinie Heile Welt gemacht. Ein solide Sache. Man hat Produkte ausgewählt, die offensichtlich Leute, die dem Versagerkraut zugeneigt sind, gewählt haben oder gerne essen würden während des Konsums oder nach des Konsums. Hier gibt es offenbar eine Chocolate-Brownie-Mischung, es gibt Cookies, es gibt eine Eiscreme und eine Limo mit lustigen Sachen. Die letzte Zutat ist immer THC. Der Nutri-Score ist auch immer A bei dem Produkt. Ja, daran erkennt man den Fake. Ja. Wenn du eine Eiscreme mit Nutri-Score A machst, dann will ich sie entweder nicht essen oder du hast sie erfunden. Ja, ja, genau. Da ist was faul. Und hat natürlich schöne Grafiken und sieht ja einigermaßen glaubwürdig auf. Hat auch, glaube ich, für Heiterkeit gesorgt im Internet. 174 Menschen haben kommentiert und 726 Menschen haben bei Facebook da auf irgendeinen Emoji-Button gedrückt. Und wenn wir schon bei Cannabis sind, die FAZ kam auf eine lustige Idee, und zwar hier Claudia Roth, High Kultur, Fragezeichen. Wir wissen, Claudia Roth, Kulturstaatsministerin. Die Dame, die den auf der Documenta so Sachen, lieber nicht. kurz überlegt, das geht ganz schnell in den Palästinenser-Konflikt rein, dieser Witz. Deswegen, Claudia Roth, Kulturstaatsministerin, möchte jetzt fördern, und zwar, dass Cannabis in Produktionsstätten, also sprich in Theatern, angebaut werden. Lustige Sache. Man weiß köstlich. Natürlich, weil Claudia Roth hat da sicherlich die auch Grünen, mal... Die Grünen, die kiffen. Ja, bei den Grünen und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch noch einen vermeintlichen O-Ton von ihr. Hier steht... Ich markiere. Ich erinnere mich noch aus meiner eigenen Zeit als Dramaturgin und Managerin der Band Tonsteine Scherben, wie angstbehaftet das Thema Cannabiskonsum war. So. Ja. Also irgendwie lustig. Der Feuilleton lacht. Das Ding war auch hinter der Bezahlschranke, das nur nebenbei. Wer tut denn April jetzt hinter einer Bezahlschranke stecken? Das ist schon sehr dünkelhaft, möchte ich sagen. Da muss man sehr stolz sein auf seinen Schmuh. Ja, genau. Und sein eigener Schmuh, stolz sein. Denn die Diskussion ist,
dass die weltführende Theaterkritikseite nachtkritik.de auch einen April-Scherz gestartet hat. Und da heißt es, Produktionshäuser gründen Cannabis-Clubs. Und da geht es auch darum, dass die Impulsgeber seien und dass Frau Claudia Roth als Kulturstaatsministerin das schön findet. Ein wichtiges Signal. Und ich suche jetzt kurz hier. Ich erinnere mich noch aus meiner eigenen Zeit als Dramaturgin und Managerin der Band Tonsteine Scherben, wie angstbehaftet das Thema Cannabiskonsum war. Da sind teilweise, das ist schon Karl Theodor zu Gutenberg-Niveau, da sind Worte, also ganze Sätze sind gleich. Hier zumindest in die aktive Rede gesetzt, aber... ja, wir können noch mal, ich erinnere mich noch aus meiner eigenen Zeit. Ja, doch. Hier es ist wirklich, dieser Satz ist massivst... Jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei so Pressemitteilungen sind sie immer gleich, aber die Pressemitteilung ist ja fake. Also, genau. Deswegen packt die FAZ das auch hinter die Bezahlschranke. Weil hier die Nachtkritik, die klauen wie die Elstern. Ja, oder sie glauben, die Nachtkritik entdeckt das nicht, weil natürlich diese ganzen Theater, diese armen Schluckmäuse können sich keine FAZ-Plus-Abo leisten. Tja. Also das ist hochgradig, ich denke, das wird vor dem Satiregericht entschieden werden. Da wird wohl ein oder zwei Klagen werden da eingereicht werden. Ach lustig, hier unten auch nochmal die Quelle. Bündnis Internationaler Produktionshäuser /THC. THC, ja, das ist natürlich sehr lustig. Ich schaue, ob das hier auch so ist. Nee, hier ist keine Quelle angegeben, hier ist der Autor angegeben. Hier ist Simon Strauß. Da ist Quelle Stra. Ich denke mal, das ist das Kürzel von Herrn Strauß. Stra unten. Stri, Stra, Strauß. Und so weiter. Also jetzt haben wir die Plagiatsache. Und dann ist noch ein anderes Momentum entwickelt worden. Und zwar, wo man jetzt auch schon mal sagen kann, was ist eigentlich ein April-Scherz? Wer muss diesen April-Scherz machen? Kann man für andere Leute April-Scherze machen? Denn auf Twitter sind solche Screenshots vom DB Navigator aufgetaucht. Und da sieht man eine Verbindung von Hamburg nach München, die dauert 6 Stunden 28. Und dann ist plötzlich Werbung für schnelle Reisen mit Eurowings, nicht mit dem Zeppelin, sondern mit dem Flugzeug, mit Eurowings von Hamburg nach München, komfortabel und günstig in 1 Stunden 20. Flüge schon ab 97 Euro. Oh. Das ist natürlich schon lustig, oder? Das legt den Finger in die Wunde. Das ist gesellschaftlich am Puls der Zeit. Das sagt, ja, die Bahn ist zu langsam, Eurowings oder Eurowings ist günstig. Dieser Witz kommt beim Volk an, im Gegensatz zur deutschen Bahn. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wer hat das gemacht? Hat die Deutsche Bahn so viel Selbstironie erwiesen, dass sie gesagt hat, okay, komm, Eurowings, wir machen das gemeinsam, tut mal eure Werbung rein. Hat Eurowings einfach gesagt, wir nehmen diesen den Deutsche Bahn-Navigator und plagiieren das? Rätselraten über Rätselraten. Jemand hat bei der Bahn nachgefragt mit dem Ergebnis, dass A, überraschenderweise jemand bei der Bahn um diese Uhrzeit arbeitet, dass es eine Konzernpressestelle 24/7 gibt oder 24/7 Medienservice. Also tatsächlich, ich nehme mal 24/7 ist, also hier unten, das ist dann wirklich... Ja, das wird keine Rechenaufgabe sein. Nee, das ist 24/7. Warum braucht man einen 24/7 Medienservice? Ich habe dann gedacht, vielleicht, wenn dann irgendwie so um 5 Uhr in der Früh so ein Güterzug in den Kindergarten reinrauscht. Ja, dachte ich mir auch. Dann muss halt jemand hinfahren. Dann noch so ein Krisenreaktionszentrum. Ja, du brauchst ja jemanden, der hinfährt und dann das DB-Logo abklebt, damit er bei den Fotos... War Schenker. Der Schenker ist auch schlecht. Aber nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Dann haben sie nämlich die Saudis. Nein. Also DB sagt natürlich, die Bilder unseres DB-Navigators mit Werbeanzeigen sind nicht echt. Wir werden die fälschliche Verbreitung innerhalb der Prüfung überprüfen und der Sache nachgehen. Und wenn man bei Twitter jetzt genauer schaut, hat sich dann herausgestellt, dass sich eine Gruppe von, sagen wir mal, Bahnenthusiasten, jungen Leuten oder älteren Leuten, die gerne mit der Deutschen Bahn fahren, sich gedacht haben, machen wir doch mal einen April-Scherz und überlegen wir uns sozusagen, wie der neue Navigator aussieht mit Werbung. Und da sind dann ja auch lustige Sachen herausgekommen. Hier hat man zum Beispiel eine Verbindung in Hanau, die leider verspätet ist, spät am Abend mit der Werbung dafür gestrandet in Hanau, jetzt bei Intercity-Hotels einchecken und sparen mit unseren Osterdeals. Und das ist dann offenbar sozusagen so, man hat erst lustige Bahn-related Werbeelemente eingeblendet und dann ist man eben auf die Eurowings-Variante gekommen. Und das ist dann natürlich viral gegangen. Und das Lustige ist halt jetzt, weder Bahn noch Eurowings haben damit was zu tun. Ein Fremdscherz. Ja, darf man das? Darf man fremdscherzen, fremdbescherzen? Scherzt man nicht generell fremd, weil man irgendjemanden reinlegen will? Und in diesem Fall war es die Bahn, die reingelegt wurde? Das ist aber eine sehr spitze Zielgruppe. Man will doch die Öffentlichkeit reinlegen beim 1. April, oder? Weil dann würde ich es auch direkt an die Bahn schicken und nicht bei Twitter kundtun, wo das gesamte Volk zuschaut. Ja, das stimmt. Also so die gegenseitig reinlegen ist, glaube ich, eher so im familiären Kreis, oder? Ja.
Ich habe dann einen sehr interessanten Artikel von Matthias Schwarzer gesehen, der eigentlich sagt, seit den Aluhüten, seit Verschwörungstheorien, macht das alles gar keinen Sinn mehr mit dem 1. April, weil man denkt, jedes Mal, das ist Parodie, das ist Satire, das ist Postillon, das hat sich vielleicht irgendjemand bei in einem anderen Humor-Outlet ausgedacht und so weiter. Es macht so gar keinen Sinn mehr eigentlich, April-Scherze zu machen. Oder möchtest du dagegen anreden? Möchtest du sagen, ja, das ist eine schöne deutsche Tradition, die, glaube ich, aus Frankreich kommt, aber ja, weiter so. Ja. Möge jeder Lokalradiosender irgend so einen mittelgeilen Scheißwitz verbreiten. Ja, ja, ich breche diese Lanze, weil ab und zu streikt man, trifft man ja dann doch auf Gold, oder? Also ich schaue mir jedes Jahr eigentlich schon ganz gern so ein Recap an mit den lustigsten April-Scherzen. Das mag ich eigentlich schon. Und ab und zu sind auch coole Sachen dabei, so irgendwelche Fake-Produkte oder so. Ja, stimmt, Dr. Oetker war der, glaube ich. Oder generell es gibt verschiedene Anbieter, die dann auch lustige Fake-Produkte herstellen. Und aber ich finde halt immer schwierig, so dass der Grad zwischen, also manchmal ist es ja nur lustig, wenn das Unternehmen hart mit sich ins Gericht geht, aber dann sagt das Unternehmen natürlich nicht, das wollen wir nicht machen. Weil so viel Selbstironie haben wir da, Ironie haben wir da nicht. Hm. Oh, aber wir haben noch einen riesengroßen Skandal. Der DFB. Er kommt nicht aus den Schlagzeilen hinaus. Adidas rausgeschmissen für Nike. Die Auswärts-T-Shirts zu Vogue-Trikots. Und jetzt, Riesenproblem, Sport 1 sagt, Nazi-Wirbel, DFB kannte Problem nicht. Wieder Aufsehen um das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Eine brisante Rückennummer wird von Hersteller aus dem Sortiment genommen. Und zwar ist das die Nummer 44. Denn, an was erinnert ihr uns? Das ist das aktuelle Trikot. Mhm. Nun, es gibt da so eine Liste mit verfassungsfeindlichen Zeichen. Und wenn ich so mache, und da steht das da drauf. Da steht dann das Adidas-Logo auf der Liste. Fast. Ja, also wenn man sich das so anschaut, schaut auch nochmal, was seht ihr? Vor allem, wenn man so ein bisschen verschwommen ist oder es ein bisschen auf die Entfernung sieht, dann ist das doch, dann ist das die Schutzstaffel. Ja. Bonsai meint, es erinnert ihn an Opas Elektriker-Uniform. Und der ist doppelt gut, Opa, weil er hat zweimal so Blitze drauf. Ja. Haha, sehr schnell. Sehr für Wechselstrom. Der Wechselstrom-Opa, ja. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie passiert sowas? Das muss doch jemand beim DFB aufgefallen sein oder jemand. Weil das Krasse ist natürlich die Nummer 44. Die ist nicht verfügbar, beziehungsweise die kann man nur selber sich zusammenstellen, wenn man das Shirt online bestellt. Offiziell sind nur die Nummern 1 bis 26 von der UEFA da und aktuell sind nur 1 bis 23 vergeben. Das heißt, der DFB kommt mit den Nummern an, mit den Ziffern 0 bis 9 und eben mit der zusammengesetzten Sache von 1 bis 26 geht zur UEFA und sagt, guck mal, so schaut's aus und sagt, die UEFA passt, checkt. Und da ist natürlich nicht die 44 drin, die ganze Sache ein bisschen klarer macht. Die ist nur für die Fans. Die ist nur fürs Fachpublikum. Die Sache ist, die 4 war ja drin. Und das finde ich eigentlich ganz schön zu sehen. Vor allem, wenn man sich das mit dem Auswärtstrikot anschaut. Das ist die 4. Und das wusste ich allerdings auch nicht. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also die SS gibt es auch einzeln. Und dann ist es das Emblem des deutschen Jungvolks in der Hitlerjugend. Also das deutsche Jungvolk in der Hitlerjugend hat ein einfaches SSS getragen. Also sprich, wie hier, die Nummer 4, die Jonathan Tah gehört. Ah, also ist Jonathan Tah dann dementsprechend Mitglied des deutschen Jungvolks. Er scheint bei der Hitlerjugend zu sein. Ja, ups. Die anderen haben den Finger, er hat die Hitlerjugend. Es ist, der DFB kommt nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Aber jetzt würde ich noch einmal sagen, wenn wir dieses Trikot noch mal anschauen, an sich finde ich das faszinierend, weil wir sehen ein Symbol, das von vielen, von Rechten vielleicht für sich instrumentalisiert wird, sagen wird, oh, sieht das schön aus. Auf der anderen Seite sehen wir eine Farbwelt, die von vielen gesagt wird, also auch gerade von Kritikern, ach, das ist alles viel zu links, das ist so weltoffen, das ist pink, das ist LGBTQ, das ist freundlich, das ist integrativ, pfui, wollen wir nicht. Ja. Das versöhnt fast beide Seiten, oder? Das versöhnt fast beide Seiten, ja. Und deswegen habe ich dann gedacht, weil es gab ja auch die Diskussion um die One Love Armbinde. Wisst ihr, wo die alle aufgelaufen sind mit der Armbinde? Da stand One Love drauf. Wenn man sozusagen diese beiden Techniken zum Verwirren, also die Symbolik und die Farbwelt, aus den beiden Welten zusammengibt, dann gibt es vielleicht irgendwas sehr, sehr Integratives. Und ich habe jetzt nochmal zusammengesponnen, aber so als Gedankenexperiment schauen wir uns doch das mal an. Hm.
grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes. Ja gut, vielleicht sollten wir noch daran arbeiten. Tja. Ja, dann. Und das war's für heute. Vielleicht sehen wir uns am Donnerstag wieder, also in 2 Tagen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Nein, nochmal drin.